Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile. Ja, wir sind immer noch mitten in der Ark. Nee, Arch. Arch Nemesis Liga. Und mit dabei ist natürlich wieder Gabriele Gruftbauer. Ja, Gabriele Gruftbauer, die sich hier so ein bisschen mit ihren untoten Freunden durch die Liga schlägt. Und ja, wir wollen mal gucken, was draus wird. Jedenfalls, wir laufen jetzt weiter, nachdem wir in der letzten Folge ja den Endboss von Akt 3 erledigt haben, laufen wir jetzt hier ganz entspannt in das nächste, ja, ich sag mal, das nächste Stadtgebiet, also die nächste Ansiedlung hier in Akt 4 und wollen einfach mal gucken. Ich hatte ja gesagt, dass wir in dieser Folge, wir müssen eine Mission machen, dann müssten wir, wenn ich das richtig weiß und richtig davor bin, dann müsste das soweit sein, dass wir tatsächlich auch die Golem kriegen. Und dann, liebe Freunde, dann können wir uns in das Labyrinth von Lord Isaru schlagen und können mal gucken, ob wir schon mit ihm fertig werden. Dann bekommen wir unsere Aszendenz und dann geht's richtig zur Sache. Naja, ein bisschen jedenfalls. So. Belohnung hatten wir letztes Mal alle mitgenommen. Das heißt, also ich glaube, ich habe da auch nichts vergessen. Wäre auch echt schade drum. Also von daher glaube ich einfach mal, läuft. Ja? Wupp, wupp. Wupp. So, Gabriele. Lauf. Ja, damit wir endlich unseren Golem kriegen. Damit du hier deine Sammlung so ein bisschen vervollständigen kannst. So, ich habe zwar die Schemen jetzt noch drin. Ich benutze sie eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube auch, dass wir die nicht unbedingt brauchen. Auch für die nächste Quest. Also momentan sind wir eigentlich ja ganz gut davor. Ich hatte ja gesagt, wir bereiten uns quasi auf einen Golem vor. Also den Punkt möchte ich unbedingt noch haben. Bis wir einen Golem haben. Dann können wir nämlich automatisch gleich einen mehr bekommen. Und dann müssten wir eigentlich tatsächlich, wenn wir einen Golem haben, vielleicht nochmal schauen, ob wir die Händler nochmal abklappern. Also Akt 1, 2 und 3. Um die eine oder andere Unterstützungsgemme zu bekommen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich finde, das hört sich nach einem sehr guten Plan an. Ja, Gabriele ist auch voll dabei. So, hier sieht schon ganz gut aus. Also für die Bosse könnte man vielleicht tatsächlich das Totem noch einsetzen, aber so für den Rest, ne, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, dass wir so mit den nächsten beiden Fertigkeitspunkten werden wir noch unheimlich boosten, tatsächlich auch. Glaube ich, könnte ich mir vorstellen. So, mach mal fertig. Guck mal, wir können uns eigentlich auch nochmal. Oh, da ist was gefallen. Da ist was gefallen. Da ist was gefallen. Ein Chaosweber. So, ich glaube, wir können uns hier auch nochmal vorsichtshalber einen Zombie mitnehmen. Oder man weiß ja nie, wofür man den mal braucht. So, hier laufen wir mal ganz entspannt durch. Also wir haben jetzt auch Monsterstufe 33. Wir sind erst, in Anführungszeichen, 32. Das heißt, eigentlich können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Damit wir nicht zu sehr hinterher hinken. Ich glaube, dass nachher die Golem auch ziemlich reißen werden. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, ich kann das ja schon mal einsammeln da. Na? Lizenzen momentan finden wir gar keine mehr, ne? Das ist total elendig. Vielleicht gehen die auch davon aus, das ist manchmal in jeder Herausforderungsliga wieder ein bisschen anders, dass die aufgrund der Herausforderungsmechanik dann wieder andere Sachen so ein bisschen runterdrosseln. Also ist ja jedes Mal special. Immer wieder ein bisschen anders. So, ich weiß gar nicht, ich glaube, die machen gar nichts, ne? Guck mal hier. Untote gegen Untote. Oh, guck mal. Ich sehe gerade. So, wir haben hier ein paar eingebüßt. War wahrscheinlich dieser fiese Vogel. Der schräge Vogel. Schräge Vogel. Hui. So, läuft. So, da haben wir noch was. Wir können eigentlich mal drunter gucken und dann den Felsbrocken. Ja, ist nichts drunter. Ah, ich hatte so ein gutes Gefühl. Ein verziertes Schwert. Ne, brauche ich nicht. Aber sammeln wir trotzdem ein. Da, kann ich den trotzdem noch mitnehmen? Oh, guck mal, ich habe aber auch. Ah, da sind lauter so große Sachen. Das Ding brauche ich nicht.
So, weil da sind ja die drei Fassungen, ne? Das kriege ich ja eine Färbungssphäre dafür. Möchte ich ungern zurücklassen, wenn das nicht sein muss. Guck, meins. Ein Rubinfläschchen. Also neben den Lebenstränkchen und Mana-Tränken gibt es natürlich auch noch so spezielle, zum Beispiel für erhöhte Widerstände. Das ist ganz praktisch dann, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, es gibt ja später auf dem Atlas gibt es ja diverse Modifikatoren auf die Karten. Und da kann es natürlich immer sein, dass man schon mal sieht, aha, oder bei bestimmten Bossen, dass man weiß, was die nachher machen. Da kann man natürlich, kann es ganz hilfreich sein, wenn man so ein ganz spezielles Fläschchen dann eben auch dabei hat, das einen da ein bisschen unterstützt. Gerade dann, wenn man so die Widerstände eben gesenkt werden. Dafür ist das ganz praktisch. So, da ist auch nichts. Oh. Und da, Hundpforte. So, wir laufen gleich durch. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier weiter müssen. Hier gibt es eine optionale Quest. Hier müssen wir was besorgen. Oder, nee, ist keine optionale Quest, es ist eine Quest. Hier müssen wir was besorgen. So, und das werden wir auch jetzt auch gleich besorgen. So, und dann kommen wir erst weiter. So, wir können uns ja mal noch zum Spaß, ne? Also, weil bald ist vorbei mit den Schemen. Nehmen wir uns hier einfach mal mit. So. So, uns reicht ja auch. Ich habe ja letztes Mal diese Geschichte mit Ziosa nicht mitgenommen. Uns reicht auch das, denke ich mal, was wir hier so finden. So, blödes Vieh. So, und wieder haben wir einen Zombie verloren. So, nicht, dass wir uns jederzeit neue machen können. Man gewöhnt sich ja irgendwie auch an die, ne? Jeder Zombie hat so seinen eigenen Geruch. Ja, man gewöhnt sich da dran und dann muss man sich wieder umgewöhnen. Wenn man dann einen anderen mitnimmt. Leider kann man seine Zombies, seine eigenen Zombies, ja auch nicht mehr wiederbeleben. Auch nicht nett. Oh. So, das macht einer von denen. Wir wissen nur leider nicht genau welcher. Schwupp. Und da haben wir den nächsten Stufenanstieg. Sehr gut. Guck mal, läuft ja wie am Schnürchen, würde ich sagen. Ups. Läuft ja wie am Schnürchen. So, das heißt, den Punkt haben wir jetzt. Jetzt holen wir uns als nächstes, holen wir uns jetzt hier. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, ob wir eben 1% Lebensraub machen oder 5% bei Kreaturentod. Da kam ein super Tipp von euch. Wenn ich ja die Skelette, neue Skelette mache, dann sterben die alten quasi. Und dann würden wir jedes Mal quasi alle unsere Kreaturen wieder aufpimpen. Oder aber wir machen Lebensraub. So, dann bräuchte ich mich da gar nicht drum kümmern. Also wenn ich neue Skelette mache, einfach deswegen, weil die alten Skelette quasi, die werden ja überschrieben, ne? Also, so, ich sag mal, ich darf ja nur eine bestimmte Anzahl. 6, 8. So, und wenn ich jetzt neue mache, verschwinden immer 2. Die sterben dann quasi. So, deswegen könnte man da natürlich einfach hergehen und könnte sagen, gut, dann stellt man über diesen Weg einfach das Leben der Zombies wieder her. Und ja, nicht nur der Zombies, das ist ja unter Umständen auch für die Golem gar nicht uninteressant. So, die Frage ist am Ende natürlich nur, was ist besser? 1% des Schadens, kontinuierlicher Lebensraub oder aber, guck mal, hier haben wir wieder ein Quecksilberfläschchen. Oder aber tatsächlich, oh, die möchte ich gerne mitnehmen. Oder aber tatsächlich diese 5% Lebenswiederherstellung. So, dann müsste man die natürlich schon ordentlich spammen auch. Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, die Hauptmannschaft werden ja nicht die Skelette werden. Also die Skelette sind ja eigentlich eher nachher noch für die hartnäckigen Gegner. Also langfristig jetzt gedacht. Ich glaube, dass mir der Lebensraub dann wahrscheinlich besser kommt.
So, weil wir ja später eigentlich fast nur noch die Arsgolems benutzen. Die Zombies sind dann eher so ein bisschen so... Ja. So ein bisschen Verteidigungslinie, falls doch auf die Hexe geht. Und die Skelette setzen wir dann tatsächlich so bei den Bossen ein. Das ist ja eigentlich... Oh, eine hochwertige. So, solche Sachen immer aufbewahren. Also auch wenn ihr sie nicht braucht. Aktuell, also es macht keinen Sinn, eine Gemme mit 8% jetzt für die Ewigkeit aufzubewahren. Ich habe das am Anfang auch mal gemacht. Macht keinen Sinn. Ja, aber gerade so Gemmen, wenn man die eine Weile sammelt und wenn ihr dann fleißig welche zusammen habt und schmeißt sie beim Händler rein, ja, so dass ihr auf 40% Qualität insgesamt kommt, dann bekommt ihr dafür, und das geht auch mit den anderen Sachen, das geht auch mit den Fläschchen, deswegen sammelt ihr auch die Fläschchen ein, die solche Sachen haben. Kriegt ihr dafür immer Sphären. Entsprechende. So, bei den Gemmen gibt es eben Prisma des Gemmschneiders. Bei den Flaschen gibt es eine Glasbläserkugel. So, und damit kann man dann die Sachen aufpimpen, die man wirklich haben will. Und auch wirklich benutzt. So, und wieder die Zombies. Wobei die Frage, wie viel Schaden machen die? Weiß man nicht. Weiß man einfach nicht. Nee, also diese Anzeige, diese PoE-Anzeige ist echt die Hölle, was den Schaden angeht. Weil es immer irgendwie nicht stimmt. So, ich glaube, ich habe irgendwas. Der ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen mittig, oder? Mal gucken. So, also mal für uns ist das jetzt ganz gut, weil wir natürlich jetzt hier den... Ah, da hinten ist das Buch. Bestimmt da, wo das Buch ist. Und da haben wir es. Genau, auch das Anfertigungsrezept hier. Das ist eigentlich ein ziemlich eindeutiges... Indiz, da, den müssen wir kalt machen. So, der kriegt jetzt auch noch den ganzen, die ganze Macht unseres Feuertotems zu spüren. So, schon mal wieder ein Zombie dazu. So, dann haben wir den nächsten Stufenanstieg nämlich auch bald in der Tasche. Also spätestens beim Lord. Also ich sag mal, wir werden... bevor wir beim Lord reinkommen, werden wir definitiv, dass das so... Ach, ich hab ja geschlafen, ne? Ein bisschen. Ich hab ein bisschen geschlafen. So, das ist eigentlich ein schönes Ding, die Bindungssphäre. Verbessert einen normalen Gegenstand zu einem seltenen mit bis zu 4 verbundenen Fassungen. Wäre ja jetzt dieser hier. So, wir können das natürlich einfach mal riskieren. Zack, so, da haben wir Rüstung 170, da haben wir 450, das ist natürlich hier wesentlich mehr Rüstung, gibt uns ein bisschen Leben, das gibt uns das jetzt hier nicht, gibt uns Stärke, Feuer, Kältewiderstand, Leben könnte man vielleicht noch drauflegen, so, und wir hätten jetzt natürlich eine Konstellation 2 Rote, gar nicht so schlecht, hatte ich nicht noch solche Sachen, ah, ich hatte doch auch noch Sachen aufbewahrt, ne, so, also Deschritz Banner muss auf alle Fälle mit. So, das Ding muss aber nicht unbedingt mit. Dann packen wir da nämlich das Banner rein. So, den Kreuzfahrerhelm, den würde ich gerne mitnehmen. So, das geht bestimmt, wenn wir so machen. So, und dann haben wir alles, was wir brauchen. Also wir können jetzt hier auch einfach zurück. Das mache ich auch. Dann verkaufen wir ein bisschen was. Holen uns eben die Belohnung. Das müsste, wenn ich mich nicht irre. So, das können wir also mal verkaufen. Das verkaufen wir sowieso. Das verkaufen wir auch. Gegenstände verkaufen. Nochmal. Die will ich mal identifizieren. Ne, die brauchen wir auch nicht. So. Und dann gehen wir mal an die Truhe. Guck mal, da wäre natürlich auch super gewesen. Da hätten wir es auch machen können. Ja, gute Frage. Also benutzen kann ich das. Hab echt viel Rüstung. Also ich glaube, Energieschild ist zwar noch ganz nett, aber langfristig, aber tatsächlich eben langfristig, ne? Diese Gem-Konstellation hier ist aber auch super, wenn ich ganz ehrlich bin. Kreaturengeschwindigkeit könnte man rausnehmen, da würde mir auch noch was anderes einfallen. Also machen wir das jetzt erstmal, wir legen das erstmal zur Seite. So, ja, da weiß ich noch nicht. So, die sammeln wir erstmal für den Fall, dass wir sie mal brauchen. Ich glaube nicht, dass ich das zweite... Guck mal, wir könnten zum Beispiel hier das zweite, könnten wir auch hernehmen. Fupp.
So, und könnte das jetzt da austauschen, in der Hoffnung, dass wir damit hinkommen. Also dann sind wir da mal schneller, wenn das leer ist, sind wir da schneller. So, die sammle ich jetzt auch erstmal. Da muss ich mir nochmal Fächer anlegen. So, die packe ich alle ein. So, da haben wir wieder Platz im Inventar. Und dann besorgen wir uns hier... Dafür brauchen wir dieses Banner, ne? Den quatsche ich schon mal an. Ja, hallo, hallo, aha. Und da drüben holen wir uns jetzt unsere Belohnung. Lady Diala. Pinnade der Entrückung. Tata, tata! Das sieht ja irgendwie ein bisschen nach Golems aus. So, Chaos-Golem wollen wir nicht. Eis-Golem wollen wir nicht. Flammen wollen wir nicht. Stein wollen wir nicht. Blitz wollen wir nicht. Das wollen wir sowieso nicht. Wollen wir auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Und Aas-Golem beschwören. Das sind die, die wir haben wollen. Und die können wir erst ab Stufe 34, gar nicht mehr lange hin. Ja, also das geht nachher los. Pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir latschen jetzt... Ja, wie machen wir das am besten? So, also im Lords Labyrinth bekomme ich die bestimmt. Aber wir gehen jetzt erstmal nochmal zur verschwundenen See. Wir haben ja hier noch ein bisschen Gebiet vor uns. So, die wollte ich natürlich sowieso auch mitnehmen. Wobei, ich sag mal, die jetzt am Anfang, wenn man da mal eine verpasst, ne, ist nicht ganz so dramatisch, weil wirklich interessant, also, dass man so richtig rumbastelt an seinen Items, das ist meistens erst so richtig im Endgame. Außer jetzt, man ist jetzt gerade ganz neu dazu und bastelt da ein bisschen rum. Schon, weil's, weil man Spaß dran hat. Dann fehlen einem meistens aber die Sphären irgendwann, die sind dann ganz schnell leer. Deswegen, ich sag mal, im Laufe der Zeit gewöhnt man sich dran, nur noch bei Bedarf. Und das ist meistens nicht in dieser Phase. Weil hier findet man meistens relativ schnell noch neue Items, die man brauchen kann. Dass man richtig gute Items findet, die man länger behält, das passiert meistens erst so richtig im Endgame. Und dann braucht man auch die besseren Rezepte und die findet man auch erst später. So, ich könnte den aber schon, ich kann ihn noch nicht benutzen. Also kann ich ihn noch nicht reinlegen. So, guck mal, hier sehen wir, holen wir uns einfach nochmal die Erfahrungspunkte, die wir brauchen. Zumindest ein paar davon. So, ein Zombie könnte ich auch nochmal wieder anstarten. Dann besorgen wir uns noch ein paar Gem. Falls wir die nicht schon irgendwie mitgelevelt haben. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Mehr. Schon so lange her. So, guck mal, wir sind jetzt kurz davor, dass wir es einsetzen dürfen. Also da, von daher ist alles okay. Rup. So, und jetzt gehen wir nämlich mal. Fangen wir mal in Akt 1, fangen wir mal an. Habe ich denn eigentlich noch ein freies Item, was ich dafür... Nee, habe ich hier nämlich gar nicht. So, wir hatten aber eine Sphäre der Alchemie auf alle Fälle gefunden. Ich glaube auch nicht nur eine, sondern tatsächlich sogar zwei. Die verbratze ich jetzt zur Not. Und zwar... Ja, das nutzt uns nichts, ne? Das wäre jetzt einfach nur ein Austausch. Also tatsächlich wäre das eigentlich das Ding. So, aber ich habe natürlich, dann werde ich natürlich wieder ein bisschen langsamer. So, das Ding kann nicht viel bis auf diese Bewegungsgeschwindigkeit. Ich nehme das trotzdem jetzt. So, und jetzt wollen wir doch mal ganz kurz gucken. Also, eigentlich ist das so, wir haben hier vier Fassungen. Basiert auf Stärke und Intelligenz. Rüstung ist ein bisschen höher als Energieschild, also ich sag mal, gefühlt, Rüstung basiert ja auf Stärke und Energieschild auf Intelligenz. Rote Fassungen sind der Stärke zugeordnet und blaue Fassungen sind der Intelligenz zugeordnet. Also in der Regel ist das so, dass dieses Item die besten Chancen hat, blaue und rote Fassungen auszubilden und wird wahrscheinlich eher rote Fassungen ausbilden. Aber es steht eine, ich sag mal, eine gute 50-50, also weil eben auch Stärke tatsächlich gleich ist mit Intelligenz. So. 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 Da war sogar mal ein Grüner dabei. Guck mal, 50-50, ne? So, was wir natürlich wollen, das wollten wir nicht unbedingt.
Ich hätte gerne eine rote dazwischen. Ist natürlich ein bisschen riskant, wir haben nicht mehr so viele. Na, drück mir die Daumen. So, sehr gut. Hat geklappt. Also man braucht schon unheimlich viele davon. Das ist immer so ein bisschen so das Restrisiko, das man hat. Jetzt könnte ich eben noch mal tatsächlich ganz kurz in mein Versteck gucken. Und da können wir mal gucken, vielleicht geht da noch ein Modifikator drauf. Ich weiß nicht, ob wir schon Bewegungsgeschwindigkeit als Modifikator hier gefunden haben für die Werkbank. So. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Tatsächlich geht's. So, und dann haben wir nämlich zumindest den Nachteil. Den haben wir also gar nicht mehr. Da hatten wir Sammeln drin und irgendwo haben wir die Schemen drin. So, die tauschen wir jetzt nämlich aus. Und hier machen wir Platz für die Aasgolem. So, die kann jetzt eigentlich weg, die brauchen wir nicht mehr. Zerstören, ja. Was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt klappern wir den ersten Akt ab, weil wir wollen natürlich jetzt auch hier, Kreaturenleben brauchen wir nicht, aber Kreaturenschaden brauchen wir. Ich glaube, das kriegen wir in Akt 1. Gegenstände kaufen. Ich suche jetzt mal einfach Kreaturen. So, und dann haben wir hier nämlich Kreaturenschaden. Das wollen wir natürlich gerne haben. Skelette beschwören, ne, wollen wir nicht. While we live, we are blessed. Dann wollen wir als nächstes in Akt 2. You water well? Gegenstände kaufen. So, hier haben wir Kreaturengeschwindigkeit, Kreaturenleben. Ich glaube, Kreaturenleben brauchen wir nicht. Deswegen nehmen wir mal Kreaturenschaden. Und wir kaufen uns auch physischer Nahkampfschaden. Also auch das passt wieder zu unseren Aasgolem. Be kind if you can. So, und die nehmen wir auch gleich mit. Das kann auch durchaus sein, dass ich schon welche hochgestuft habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich könnte hier einfach mal nachgucken. Was haben wir da drin? Fleischopfer. Nee, haben wir vorsichtshalber gar nichts mitgenommen. Na toll. Ist ja wieder gut. Oh nein. Na gut, macht nichts. So, und jetzt können wir nämlich ins Lords Labyrinth. Und da gehen wir jetzt auch hin. So, Freunde, Lords Labyrinth findet ihr in Akt 3. Ihr müsst alle Aszendenzprüfungen haben, sonst kommt ihr nicht rein. Und wir gehen jetzt nämlich rein. So, der Haken am Lords Labyrinth ist eben, wenn man stirbt, muss man wieder ganz von vorne anfangen. So, man muss dreimal gegen den Lord kämpfen. So, den Wegpunkt einmal. Später kann man dann auch direkt über diesen Wegpunkt rein, ne? Also das ist, dass man hier drüber laufen muss, ist nur beim allerersten Mal. Und dann habe ich hier verschiedene Labyrinthe. Wir haben jetzt quasi diese 6 für den ersten Durchlauf. Stufe 33 wird empfohlen. Wir brauchen später weitere Prüfungen, um uns die anderen freizuschalten. So, ich aktiviere einfach mal. Und dann gehen wir mal rein. So, wir warten jetzt eigentlich auf den nächsten Stufenanstieg, damit wir die Golem beschwören können. So, und das dürfte uns eigentlich noch gelingen. So, weil wir hier genug Gegner haben. Also hier wirklich ein bisschen vorsichtiger sein. Also hier gibt es diverse Fallen etc. Wenn ihr hier sterben solltet, müsst ihr wieder ganz von vorne anfangen. Also wenn ihr was weiß ich, sag mal, alles soweit gut hingekriegt habt, aber im letzten Kampf gegen den Lord sterbt ihr, dann alles auf Anfang. So, jetzt können wir hier nämlich den noch mitnehmen. Und jetzt, ich bin hin und her gerissen, aber ich entscheide mich hier tatsächlich für einen Lebensraub. Ja, möchte ich. So, jetzt können wir hergehen. Und jetzt können wir nämlich auch die Golem beschwören. Und jetzt beschwören wir nämlich. Und normalerweise geht ja einer. Achso, er muss einmal hier. So, jetzt haben wir den zweiten nämlich. Also wir haben jetzt nämlich schon zwei durch diesen Punkt. Und ihr seht schon, überschreibt sich genauso wie die anderen. Aber wir haben jetzt schon zwei. So, die sind auch von den Dings schon ganz gut ausgerüstet. Und die sind auch echt flink. Und die machen echt, ihr seht schon, die rasseln echt ganz gut weg. So, das heißt also, hier ist jetzt tatsächlich so ein bisschen so meine Aufgabe, tatsächlich einfach nicht zu sterben. So, da gibt es bestimmt irgendeinen Schutz oder was? Ich glaube, dass ich da nicht hin will. Da gibt's einen Schatz und so. Also kann man alles mitnehmen. Gibt es also für die Stufe entsprechend wirklich gute Sachen.
Aber natürlich immer mit dem Risiko, dass man dabei stirbt. So, und jetzt wird nämlich auch das Sammeln interessanter. Weil ihr seht schon, die Golems, die hängen auch gerne mal ein bisschen hinterher. So, und wir wollen ja gerne ein bisschen schneller voran. Und jetzt landen wir nämlich das erste Mal. So, man kann auch hier immer gucken, so, wie es weitergeht. Ja, das heißt, danach kommt man wieder raus, geht relativ geradlinig weiter. Also normalerweise das erste ist relativ simpel. So, es wird nachher ein bisschen komplizierter. Manchmal braucht man noch spezielle Schlüssel und, und. Anfertigungsoption. Zombies alle da. Und wir gehen mal rein. So, die Schlacht ist jedes Mal anders und er kriegt jedes Mal auch ein bisschen andere Helferlein. So, in der ersten Runde müssen wir eigentlich nur gucken, dass wir ihn irgendwie fertig kriegen, ja? So, ihr dürft ein bisschen aufpassen, ne? Also wenn er euch eine verbrezelt, das ist nicht ohne. So, das war's. In der ersten Runde ist das auch so, also im ersten Labyrinth ist das so, also ist eigentlich egal, was er da für Helferlein hat, am Ende ist er allein. So, wir können jetzt auch hier wieder gucken, ne? Ah, hier geht's so in zwei Richtungen. Hier können wir eine Reliquie, können wir hier finden. Eine Reliquie hilft uns bei diesen Helferlein, die er dabei hat. Das heißt, die erledigt gleich ein Helferlein. Wir hätten vorhin bei dieser Geschichte, wo wir vorbeigelaufen sind, wahrscheinlich auch eine Reliquie gefunden. So, man kann jetzt natürlich das ganze Labyrinth ein bisschen abklappern, das macht einem die Kämpfe nachher ein bisschen leichter. So, wo wollen wir lang? Wo wollen wir lang? Wo wollen wir lang? Ich muss mich entscheiden. Ich glaube, ich gehe da lang. So, im Lord's Labyrinth ist diese Bewegungsgeschichte, also wie jetzt hier, mit der man Hindernisse überwinden kann. Guck mal, ist eine Sackgasse. Ganz hilfreich, ne? Wie jetzt hier zum Beispiel der Flammenspurt. When I'm ready and not before. Schlimm ist auch, wenn man hier Blutungsschaden, also echt fiesen Blutungsschaden, meine ich jetzt. Ne? Nicht so den normalen Blutungsschaden. Ich meine jetzt den echt fiesen Blutungsschaden bekommt. So, das am besten im letzten Labyrinth. Und kurz bevor man bei Lord Izaru gelandet ist. So, wenn man dann eben merkt, guck mal, da ist die Reliquie da oben. Na gut, machen wir die fertig. So, nehmen wir mal mit. So, und dann merkt man plötzlich, was weiß ich, man verblutet und kann nichts mehr dagegen tun. Das ist ein fieser Moment. Kurz vor der letzten, also wie gesagt, kurz vor der letzten Begegnung. Das ist echt mies. So, ich habe super gute Erfahrungen gemacht. Okay, das war ein bisschen doof. Hätte ich jetzt kein Fläschchen gehabt, das sofortige Lebenswiederherstellung gibt, hätte ich auch echt ein Problem gehabt. Es ist aber eigentlich immer ganz... Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Hier. Also es eigentlich bietet sich immer an, hier oben so in diese Ecke zu laufen, weil da in der Regel die Türen sind. Also nicht immer. Klappt nicht immer, aber meistens. Nicht immer, aber immer öfter. So, Prüfung des Anwärters. Zweite Runde. So, wir haben ein paar Zombies eingebüßt. Ich gehe trotzdem rein. So. Was haben wir hier? Was kommt da Schönes raus? Ach, die wieder. So, und wir haben jetzt eben dieser Kubus. Das heißt, je nachdem, also es ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, je nach Helferlein, gibt es da unterschiedliche Geschichten. So, oh. So, und ihr seht schon, die rasseln ganz schön, ne? Also... Können uns eigentlich nicht beklagen. Ich muss eigentlich nur aufpassen, dass er mich nicht erwischt. Ah, das würde ich jetzt vielleicht so nicht sagen. Aber okay. So, in der Anfangszeit habe ich immer ziemlich schwitzige Finger hier gehabt. Das ist... Oh, ich habe es gehasst. Ich mag es auch heute noch nicht super. Deswegen loote ich hier auch nicht. Ja, aber es ist okay mittlerweile. Ich komme damit klar, ja. Ich kann inzwischen... Kann ich wieder... Ruhe schlafen, ja, ohne davon zu träumen. So, hier ist Feuer. So, da bin sogar ich ein bisschen vorsichtiger. Oh, aber hier ganz schnell hoch, bevor es wieder heiß wird.
So, und da haben wir jetzt auch die letzten Zombies eingebüßt. So, wir gehen aber gleich da weiter. Oh, die sind fies. Die machen nicht nur Schaden, die machen auch Blutungsschaden. Und wenn man kein Fläschchen dabei hat, das Blutungsschaden irgendwie heilt, kann das eben, das kann euch echt das Genick brechen. So, seht ihr, ich laufe wieder hier oben so schräg in die Ecke und versuche einfach und hoffe, dass es mir mein Glück hold ist. So, ich könnte vielleicht nochmal ein, zwei Zombies mitnehmen. So, ganz schnell weiter. Und da seht ihr schon, da ist auch der nächste Ausgang. Ich gucke mal, ob das die richtige Richtung ist. Hier spielt es keine Rolle, weil da unten sieht es wahrscheinlich genauso aus. Also gehen wir da einfach weiter. Hohoho. Mal gucken, ob wir den letzten Kampf, aber ich bin eigentlich guter Dinge tatsächlich, dass wir die letzte Schlacht eh nicht gut schlagen. So, ich laufe auch da wieder da oben in die Ecke. Same procedure as every year. Und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Vielleicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Kann auch sein, dass da oben manchmal ist da gar nichts. Ja. So, jetzt laufe ich mal da weiter. Guck mal, da hinten haben wir schon eine Tür. Das muss natürlich nicht die richtige Tür sein. Hier gab es ja ein paar mehr Ausgänge. Sanatorium-Durchgang. So, wir gucken mal. Der geht dahin, da wollen wir definitiv nicht hin. Ich laufe jetzt aber hier oben weiter. Muss aber nicht klappen, ja. So, könnte eben auch ganz woanders sein. Könnte auch da hinten irgendwo sein. Laufen wir mal da hinten hin. Kann sein, dass es da oben noch weitergeht. Guck mal, das sieht doch auch ganz gut aus, eigentlich, oder? Dahinter ist irgendwas. Muss aber nichts Gutes sein. Es sind nicht immer nur gute Sachen hier. Na, gehen wir mal da unten lang. Also hier müssen noch weitere Ausgänge sein. So, Prüfung des Anwärters. Letzte Runde. Wieder nur zwei Zombies dabei. Ah ja, gut, gibt Schlimmeres. So, Botin der Flammen. Man kann schon mal sehen, beim ersten Mal habe ich keine erledigt. Und beim zweiten Mal habe ich nur zwei erledigt. Deswegen kann man da auch tatsächlich ganz gut sehen, was da so Phase ist. So, das ist so der letzte Kampf. Hier hat man normalerweise, hat man das hier mit Fallen zu tun. Und hier drüben sitzen dann auch die Heinis großartig zur Unterstützung. Doch, die unterstützen ihn doch in der letzten. War falsch, was ich vorhin gesagt habe. Unterstützen ihn doch. Und zwar dann die geballte Ladung. Also wenn man jetzt gar keinen erledigt, da kann man natürlich ein bisschen das Problem haben. Der Kampf wird natürlich schwerer. So, aber ich müsste, ich glaube, ich kriege einen extra Schlüssel. Also man bekommt immer einen Schlüssel. Jetzt habe ich in der einen Runde hier nicht einen erledigt. Also alle drei Helferlein übergelassen. Deswegen bekomme ich einen zweiten Schlüssel. Hätte ich das in der anderen Runde auch gemacht, dann hätte ich sogar noch einen dritten Schlüssel bekommen. Dafür wird der Kampf aber am Ende immer schwerer. Also muss man so ein bisschen abwägen. Wenn wir dann hier reingehen, können wir diese Schlüssel eben hier ausprobieren. So, hier haben wir ein paar Sphären gekriegt, die kann ich gut brauchen. Und hier haben wir noch zwei Schlüssel bekommen. Das heißt, nochmal zwei. Da ist nichts Brauchbares rausgefallen. Und da auch nicht wirklich, ne? So. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Dinge verzaubern zu lassen. So, und das waren meine Zombies. Löse bei Level 32. So, muss ich die Gem da rausnehmen oder was? Achso, ja, nee, Quatsch. Quatsch. Entschuldigung. Ja. Das wird noch eine Weile dauern. Ich muss es einmal auswählen. Und da muss ich das machen. Ja, früher war das so, da gab es nur eine. Mittlerweile ist das so, dass man manchmal auch, dass man auch mal mehrere bekommt, dass man auswählen kann. So, früher war das eben nicht so mit dem Auswählen. Deswegen, das ist, also gut, das ist schon lange her. Aber ist egal. Lalala. So, also, Freunde, jetzt haben wir hier die gute Gelegenheit, eine Aszendenzklasse auszuwählen. So, die Okkultistin, hier geht es in erster Linie um Chaosschaden. Das nutzt uns jetzt bei unserem Bild überhaupt gar nicht.
Da gibt es die Nekromantin, die ist so die Beherrscherin der Untoten, die sehr effektiv ist, auch tatsächlich in dieser Konstellation sehr brauchbar, hat ein bisschen den Haken, ich sag mal, die ist nicht so auf Golem spezialisiert, nimmt aber dafür, was weiß ich, da versteckt ihr dann aber die Skelette besser mit, die Zombies besser mit und die Golems eben auch, aber eben nicht so gut wie die Elementaristin. Zeitgleich, also könnt ihr hier im Endgame theoretisch, wenn ich die Vergleiche so richtig deute, ein bisschen mehr Schaden oder mehr Schaden erreichen, was natürlich im Endgame nicht uninteressant ist, aber ein bisschen zulasten der Defensive. Wir wollen es ein bisschen leichter haben, deswegen nehmen wir die Elementaristin. Das heißt also, hier haben wir einen guten Hybriden, also ich sag mal, A, verstärken wir natürlich die Golems. Wir werden bei den Golems werden wir definitiv besser. Das ist eigentlich das, was wir auch wollen. Wir verstärken jetzt die Kreaturen tatsächlich dann nur noch über den Fertigkeitsbaum, über die Items. So, und haben aber zeitgleich auch noch ein bisschen Defensive. Also wir werden jetzt die Elementaristin nehmen. Theoretisch, also wenn ihr die Nekromantin nehmen solltet oder genommen haben solltet, ist das nicht falsch, ja? Das ist nur richtiger. Für mich jedenfalls. So. Also, ich wähle jetzt mal die Elementaristin aus und sage einfach mal weiter. So. Hier haben wir eben die Möglichkeit, Elementarwiderstände, erhöhte Wirkung. Und ihr seht schon hier, es gibt einen zusätzlichen Golem. Das ist natürlich interessant. Das heißt, wir haben da nicht nur zwei Aas-Golem, sondern wir haben drei. Und wir sehen auch hier gibt es noch einen vierten. Das heißt, wir haben nicht nur zwei, wir haben vier. Das wäre bei der Nekromantin nicht so. Bei der Nekromantin würden wir zum Beispiel die Stufe der Gem, die wir haben, der Fertigkeitsgem, also der Golem-Gem, die würden, das heißt, die Golems, die wir haben, würden zwar stärker werden, aber wir würden nicht mehr davon bekommen automatisch. So. Und deswegen nehmen wir jetzt auch das. Jedes Mal, wenn man eine Prüfung hat, bekommt man zwei Punkte. Das heißt, wir können bei vier Prüfungen, also Labyrinthläufen, so sage ich das jetzt mal, vier Labyrinthläufe gibt es, das ist jetzt der erste gewesen, bekommt man jedes Mal zwei Punkte. Das heißt, wir können bis zu acht Punkte vergeben. Wir wollen natürlich jetzt erstmal die Golems stärker machen. So, das ist uns jetzt erstmal wichtig. Uns ist auch wichtig, dass wenn sie mal sterben sollten, dass sie wieder beschworen werden automatisch. Uns ist wichtig, dass wir einen Golem mehr kriegen. So, und dann sind wir hier im Großen und Ganzen fertig. Wir haben alles gemacht. Wir haben das Item verzaubert, wir haben die Truhen geplündert und wir haben uns um unsere Aszendenzgeschichte gekümmert. So, wenn wir jetzt eben mal gucken, ich gehe mal eben in mein Versteck, dann haben wir eben nicht nur diese zwei, dann haben wir jetzt Nummer drei. Das heißt, wir haben jetzt schon drei von diesen echt fiesen Golem. Und wenn man sich die Golem Beschreibung mal ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man eben auch hier maximal ein beschworener Golem. Wir dürfen eben drei. Wir haben ja einmal über den Fertigkeitsbaum, einmal über die Aszendenz jetzt einen dazu bekommen. Erhöhtes maximales Kreaturenleben ist für uns ganz gut. Golems verursachen 5% mehr Schaden pro Kreatur in ihrem Umkreis. Bis zu 50%. Deswegen auch ganz wichtig, die Zombies gerne mitnehmen, so viel wie möglich. Und wenn wir dann immer noch im Kampf, also dann, wenn es wirklich böse wird, dann wirklich zusehen, dass wir auch noch fleißig Skelette spammen, dann bekommen die automatisch mehr Schaden. Das ist für uns natürlich ganz interessant. Außerdem gewähren die Kreaturen, also außer Golems, 7 bis 11 zusätzlichen physischen Schaden. Das ist für uns wieder interessant, weil sowohl die Zombies als auch die Skelette physischen Schaden machen und davon bekommen sie jetzt einfach noch ein bisschen mehr. Das ist natürlich für uns auch ganz hilfreich. So, liebe Leute, jetzt wollen wir doch nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwas brauchbares Amulett gefunden haben. 10 zu allen Abredungen, zu geschickt, zu genannt. Nicht wirklich. Ich denke mal, da ist das, was wir hier haben, definitiv besser. Guck mal, Navali steht da. Liegt vielleicht dran, weil es das alte Hideout, mein altes Hideout ist. Also mein altes Versteck ja noch aus der alten. Wahrscheinlich steht sie deswegen noch da. Ansprechen kann ich sie aber nicht. Greetings. Der fliegt sie wahrscheinlich auch bald raus. So, da kann man übrigens, wenn ihr im Versteck nach und nach, wenn ihr die freischaltet, tauchen die auch hier im Versteck auf. Da haben wir einer schon. Hier den Typen, den wir vorhin angesprochen haben, Hello. Der taucht hier irgendwann auch auf. Dann könnt ihr den natürlich auch die Sachen so verkaufen. Gucken wir uns mal an. Sofortige Wiederherstellung. Super. Das ist das, was wir brauchen. Das tauschen wir hier aus. Verderbtes Blut. Das ist gegen Blutungsschaden. Das ist natürlich auch super. Das ist gegen Brand. Das heißt, diese beiden nehme ich mit. Und der fliegt dafür raus. Den brauche ich nicht. Farewell. So, jetzt haben wir eine ganz gute Mischung eigentlich mit allem.
So, das schmeißen wir da auch nochmal rein. Wer weiß, wann wir sie brauchen. Beherrschender Schlag, genau. So, die lege ich einfach mal rein. Und dann, liebe Leute, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wir haben jetzt unsere Aszendenz. Wir sind jetzt die Elementaristin. Jetzt haben wir unsere Hauptarmada haben wir jetzt am Start. Wir werden jetzt natürlich, muss natürlich jetzt in der nächsten Folge gucken, dass wir die Zombies wieder erwecken. Und dann, dass wir uns langsam aber sicher durch den vierten Akt prügeln. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.